Wenn ich an die Probenanalyse denke, dann habe ich schon ein halbwegs gutes Gefühl. Das Ziel bei dem ganzen Prozess ist, dass wir sagen, wir nehmen eben diese Melasse und versuchen das in Ethylacetat umzuwandeln. Jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht, Andreas, weil ich habe die Probe schon abgemacht. Wenn man dann an viele Sachen auf einmal denkt, kann auch leicht ein Fehler passieren. Gerade wenn man dann sich die Daten anschaut und überlegen muss, wie hängt das wirklich zusammen? Dieser Graph, der zeigt super viele Peaks. Und aus dem Gefühl heraus kann man gar nicht sagen, hey, das ist das. Es gibt ein paar kleine Feinheiten. Die Zuordnung ist echt schwierig. Mein Name ist Matti. Ich studiere Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik an der TU Dresden im 8. Semester. Und heute nehme ich euch mit zur Probenanalyse aus einem Bioreaktor. Moin. Wenn ich an die Probenanalyse denke, dann habe ich schon ein halbwegs gutes Gefühl. Allerdings, gerade wenn man dann sich die Daten anschaut und überlegen muss, wie hängt das wirklich zusammen, dann ist das auch so ein bisschen eine Frage, fällt mir jetzt in dem Moment die richtige Antwort ein oder versuche ich da irgendwie zu spontanen Lösungen zu kommen, die dann halt doch nicht stimmen. Dann sind wir ja schon beim Bioreaktor. Das Ganze blubbert ganz schön doll, weil von oben so eine Gaszufuhr ist. In unserem Laborpraktikum soll aus der Melasse, einem Reststoff aus der milchverarbeitenden Industrie, Ethylacetat gewonnen werden. Das ist ein flüchtiges Gas, was unter anderem dann als Lösungsmittel eingesetzt werden kann. Das dauert ein bisschen und jetzt kommt hier die Probe hoch. Man würde typischerweise 2 Milliliter entnehmen, ein bisschen mehr, um sicher zu gehen, etwa so 4. Und jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht, Andreas, weil ich habe die Probe schon abgemacht. Und das sollte ich eigentlich nicht. Das kann passieren. Es ist auf jeden Fall eine Arbeit, wo Konzentration gefragt ist. Und gerne, wenn man dann an viele Sachen auf einmal denkt, kann auch leicht ein Fehler passieren. Da muss man durchaus konzentriert sein. So, jetzt alles wieder zu. Gerade haben wir das noch ganz viel in verschiedenen Industrien, dass halt einfach Reststoffe anfallen. Früher hieß das dann Abfall. Und die Idee ist heute, dass man sagt, aus den Reststoffen kann man doch noch ganz viel machen. Ich liege ja komplett in der Generation Fridays for Future, war 2019 damit auf den Straßen, habe da mitorganisiert. Und irgendwie war da für mich auch die Frage, was studiere ich jetzt? Was mache ich irgendwie aus meinem Leben? Und da gibt das Studium ja irgendwie eine Richtung an. Wenn ich da irgendwie mithelfen kann, auch wirklich an den Stellen, wo uns noch wissenschaftliche Erkenntnisse fehlen, was mitzubringen, wäre super toll. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich erstmal die Pipette entsprechend dem Volumen einstelle, das ich aufnehmen will. Und dann überführen wir das in den Tube hier, um es dann in die Zentrifuge zu stellen. Das Ziel der Zentrifuge ist es dann, eine Abtrennung von der Fest- und Flüssigphase zu haben, sodass wir dann weitere Analytik damit machen können. Beim Pipettieren ist es wichtig, genau zu arbeiten und zunächst einmal das Ganze langsam anzuziehen, um die Pipettenspitze zu befeuchten. Danach kann man dann die Probe entnehmen. Das ist ganz wichtig, bei einer Zentrifuge darf man auf keinen Fall einfach nur eine einzelne Probe reinstellen, weil ansonsten das ganze Gerät gefährdet ist und das ganze Labor. Das ist dann eine Umwucht, die entsteht, die bei den Drehzahlen, die wir hier haben, super gefährlich sein kann. Jetzt ist das Ganze fertig zentrifugiert. Und wir sehen hier, es hat sich sozusagen eine Flüssigphase gebildet und unten haben wir den Feststoff. Wir nehmen beides auf. Übertragen das. Wenn man wirklich viel im Labor machen möchte, dann ist das ganz wichtig. Und gerade bei der Vertiefung Bioverfahrenstechnik macht man halt wirklich viel Laborarbeit, die dann irgendwo auch angrenzt an die Felder Biologie und Chemie. Wer nun eher sagt, ich mache Holz- und Faserbau, der ist dann vielleicht ein bisschen grobmotorischer und industrieller unterwegs. Jetzt haben wir die 2 getrennten Proben hier. Einerseits die Flüssigphase und hier das Pellet, was sich gebildet hat mit den Feststoffen. Seit ein paar Jahren ist das irgendwie Teil des Moduls Projektierung, wo es eben darum geht, wirklich drüber nachzudenken, ich möchte es jetzt hinkriegen, einen eigenen Reaktor irgendwie zu starten, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und da geht dann natürlich auch irgendwie Elektrotechnik ganz groß mit rein. Und Konstruktion mit halt so CAD-Software, mit so 3D-Modellierung.
Das Ganze muss in 2 Tagen fertig sein, damit wir den Reaktor anschmeißen können. Und das fließt dann mit in unser Modulergebnis ein. Also um die 99 Euro einzuhalten, haben wir erstmal eine kleine Liste erstellt von den Dingen, die wir brauchen. Eine größere Ausgabe ist zum Beispiel immer der Mikrocontroller. Da sollte jetzt nicht noch irgendwas Großes dazukommen, wo wir sagen, oh, jetzt müssen wir hier nochmal 20 Euro in die Hand nehmen. Die wären nicht da. Die Gurken wurden vertilgt und jetzt haben wir übrig geblieben hier dieses Gefäß, wo dann sozusagen unser Substrat reinkommt, unsere Organismen wachsen sollen und durch ganz, ganz viel Technik hier dann viel drumherum passiert, damit das optimal wachsen kann. Ich frage es ein bisschen wegen Löten und Arbeitsschutz. Sollte Ferenc noch irgendwas sich anziehen, damit das, wenn das gezeigt wird, vielleicht nicht so arbeitsschutzmäßig gefährlich aussieht? Oder Löten ist nicht gefährlich. Löten muss nicht Arbeitsschutz. Gut. Schaut ganz gut aus, oder? Du musst dir gar nichts vorstellen. Du musst dir nur fett, sagen, wie, ja. Wie viele Proben. Naja, aber es ist ja wichtig, dass die Verbindung einfach stabil ist. Und dann geht das schon mal. Also Elektrotechnik hatte ich tatsächlich so im Grundstudium mal, also so glaube ich 3. oder 4. Semester. Und da hatten wir so ein paar Praxissachen, aber auch sehr viel Theorie. Reell machen wir das nicht so viel im Studium. Deswegen ist es irgendwie jetzt auch eine Herausforderung, sich da wieder so ein bisschen reinzufinden. Kabelführung ist immer so ein Thema, weil natürlich umso mehr man hier verbindet und verkabelt, umso häufiger kann es halt dazu kommen, dass dann irgendwas durcheinander gerät. Und gerade wenn man mit Strom hantiert, ist es natürlich wichtig, dass nichts an der falschen Stelle irgendwie verbunden ist. Genau. Ja. Und das Ganze soll sozusagen dann schlussendlich hier in dem Reaktor drinstehen und sich hier dann drehen, um halt eben dann eine Durchmischung von der Flüssigkeit zu erreichen. HPLC steht für High Performance Liquid Chromatography oder auf Deutsch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und ist am Ende ein Analysewerkzeug, was wir nutzen, um Flüssigkeiten auf ihre Komponenten und besonders auch auf die Konzentration der einzelnen Komponenten zu untersuchen. Vorsicht ist so ein großes Thema, weil wir tatsächlich sicherstellen müssen, dass wirklich keinerlei feste Partikel mehr in unserer Probe hier drin sind, um halt sicherzustellen, dass die HPLC keinen Schaden nimmt. Also es sind auch so in dem Bereich 50 bis 100.000 Euro die Geräte, die wir hier haben. Dementsprechend vorsichtig sollte man damit auch umgehen. Ja, wir sind zu spät, Marc. Also bei der Übung in Bioreaktionstechnik mache ich mir gerade nicht so viele Gedanken, dass das irgendwie ja, schlecht laufen könnte, weil das eher in die Kategorie fällt, Übung, bei der man viel gezeigt bekommt, zwar auch selber probiert, aber nicht die ganze Zeit irgendwie am Rechnen ist und vielleicht mal kurz verzweifelt, sondern da geht es darum, wirklich das große Ganze zu verstehen. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Wir machen jetzt über Plasmidstabilität. Also mit Plasmiden zu arbeiten ist eine mögliche Methode, genetisch Dinge in Zellen einzubringen, die sie sonst nicht können. Das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Plasmidverlust passiert. Als ich angefangen habe, Verfahrenstechnik zu studieren, war mir nicht ganz klar, dass trotzdem Mathe ein echt entscheidender Teil ist. In der Schule hat mir Mathe durchaus Spaß gemacht. Aber mein Gedanke war ja irgendwie, dass ich eher so Biologie mit Technik verbinde. Ja, die Realisation kam dann, das geht natürlich ohne Rechnen irgendwie nicht. Da braucht man wirklich teilweise echt fortgeschrittene Mathematik für, die man im Studium auch kennenlernt. Mehr Mathe im Studium geht nur, wenn man reine Mathematik studiert oder vielleicht noch Informatik und Physik. Aber direkt danach kommen wir, das ist nicht vergleichbar mit Biologie, wo man am Anfang mal ein Semester hat und dann vielleicht noch Statistik. Ja, also ich meine, wir haben gestern Abend noch ganz schön lang dran gesessen. Es sollte eigentlich alles funktionieren, aber angeschalten haben wir es noch nicht. Und wir haben es, oder? Ja. Die Beleuchtung steht. Schön sieht's aus. Ob es funktioniert, können wir jetzt gerade noch nicht sagen. Aber das erste Wichtige ist, dass unsere Feed-Lösung zugeführt werden kann. Das
läuft so, dass halt zusätzlich noch Zucker reinkommt, damit dass noch mehr Mikroorganismen wachsen können und wir einfach mehr Biomasse haben, die das Produkt produziert. Genau, da kannst du jetzt mal auf den Knopf drücken. Jo. Und dann schauen wir, ob das klappt. Genau, das pumpt jetzt da hinten und wir sehen, es kommen auch kleine Tropfen rein. Geil. Ja, da unten. Das klappt. Und jetzt kommt zusätzlich noch dazu zum Feed unser Rührer. Und ja, das scheint zu funktionieren. Von der Persönlichkeit mag ich, glaube ich, eher so Teamarbeit als allein im Labor stehen und halt zu drücken. Da wir ja eher in sehr kleiner Studiengang mit einer kleineren Vertiefung sind, ist es tatsächlich recht vertraut. Also man kennt die Leute, man weiß auch ungefähr, wo sie herkommen, was sie begeistert und wo sie hinwollen. Und meine engsten Leute habe ich schon irgendwo auch im Studium hier gefunden. Dieser Graph, der zeigt super viele Peaks und aus dem Gefühl heraus kann man gar nicht sagen, hey, das ist das und dieser Peak wird jetzt für diesen Stoff stehen. Die Zuordnung ist echt schwierig. Das ist es nicht. Jetzt muss ich das hier finden. Mal schauen. Aber man sieht das schon gar nicht mehr so ziemlich. Aber bisher schaut das eigentlich auch für mich ganz gut aus. Also das könnte ein realistischer Wert sein. Oh, hier ist noch ein kleiner Peak übrig. Da gehe ich noch mal kurz rein. Das wird jetzt hier als Citrat gekennzeichnet. Das müsste man schauen und vielleicht noch mal umschreiben. Das könnte auch tatsächlich die Laktose sein. Aber im Vergleich sehen wir, dass die Laktose eben komplett verbraucht wird. Und das war auch das Ziel des Versuchs, dass die Laktose aufgebraucht wird und wir am Ende Produkt herstellen können. Es sieht zumindest logisch aus. Es gibt ein paar kleine Feinheiten, über die wir nochmal direkt drüber schauen müssten. Wir können nicht zu 100% sicher gehen, dass es wirklich Laktose ist. Deswegen hast du auch hier noch einen kleinen Peak, der sagt, dass das Citrat ist. Ich hätte es am Anfang wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, aber dadurch, dass ich natürlich schon viel mehr Erfahrung habe und auf das Problem schon vor Jahren gestoßen bin, bin ich ganz zufrieden. Wenn ihr wissen wollt, was man nach dem Verfahrenstechnikstudium so beruflich machen kann, dann schaut doch mal hier in der ARD Mediathek. Und hier gibt es noch einen Einblick von der Arbeit eines Chemieingenieurs in einem Pharmaunternehmen.